herzlich willkommen zu den Rundfunknachrichten mit mir, Franziska. Ich melde mich hier live von der Talsperre Triebstein, wo das diesjährige Elbe-Schülercamp stattfindet. Über das Camp werde ich jetzt mit Ines Wittig weiterreden. Hallo, Frau Wittig. Hallo, Franziska. Was wollen Sie denn mit dem Elbe-Schülercamp erreichen? Ich möchte gern Jugendliche aus Sachsen für den Gewässerschutz, für den Fließgewässerschutz begeistern. Warum haben Sie denn die Talsperre Kriebstein für das diesjährige Elbe-Schülercamp ausgewählt? Wir waren schon mal an der Talsperre Kriebstein, die hat uns damals sehr gefallen. Hier kann man ganz viele Aktionen machen. Die Kinder können hier sich auch noch nach der getanen Arbeit draußen tummeln. Wir können hier an die Talsperre gehen, wir können unsere Aktion hier sehr gut machen, die Gewässeruntersuchung, all das, was wir uns vorgenommen haben, passt hier sehr gut für uns. Mir gefällt der Spielplatz, mir gefällt die Umgebung, das Wasser ist schön. Also wenn es jetzt nicht gerade so kühl wäre, könnten wir ja auch baden gehen. Also es ist sehr schön hier. Und dir? Also mir gefällt es auch gut, aber ich würde nicht baden gehen, weil das Wasser ist mir zu dreckig. Ja, ich finde es ganz schön, dass ich mit meinen Freunden ein Zimmer gekriegt habe. Und das ist auch mal sehr lustig. Ja. Und meine letzte Frage ist, was für Angebote gibt es denn jetzt hier? Ja, wir haben besuchen ein Bergwerk, die Staumauer und das Wasserkraftwerk, welche an der Talsperre Kriebstein existiert. Wir werden Papier schöpfen, die Jugendlichen können Nisthilfen bauen für die Vögel für den Winter und sie können einen Film drehen, sie gemeinsam mit SAEK und mit dem Umweltmobil der Sächsischen Landesstiftung werden sie biologische und chemische Gewässeruntersuchungen durchführen. Jetzt werden wir uns mal auf die Suche nach dem Umweltmobil machen. Guten Tag, Frau Starr. Ich habe jetzt einige Fragen an Sie. Was kann man denn im Umweltmobil machen oder lernen? Wir untersuchen die Gewässer, die Wiesen, die Wälder und die Böden. Meine zweite Frage ist, was kann man dagegen tun, wenn das Wasser sehr, sehr dreckig ist? Ja, das Beste ist eigentlich, dass es gar nicht erst schmutzig wird. Wir haben heute festgestellt, im Umfeld der Zschopau wurde zu viel auf den Ackerböden gedüngt. Den Dünger haben wir heute gemessen, beziehungsweise wir haben dann gesehen, dass hier viele Algen wachsen. Hat die Talsperre Kriebstein eine gute Wasserqualität? Bei so einem Standgewässer untersucht man, ob es nährstoffarm oder nährstoffreich ist. Und die Schüler haben festgestellt, mit Hilfe von 5 verschiedenen Untersuchungen, dass die Talsperre nährstoffreich ist. Dann bedanke ich mich hiermit für das interessante Interview und ich hoffe, dass es sich noch viele Schüler es hier gefällt. Und ja. Ich würde mich auch freuen, wenn ganz viele Schüler vielleicht aufgrund des Interviews dann auch zu uns kommen im nächsten Jahr. Ja. Dankeschön. Dies ist ein perfekter Ort für Naturliebhaber. Hier gibt es schöne Natur und viel zu erleben. Damit sage ich auch Tschüss zu meinem lieben Zuschauern.